Jo, was geht? Willkommen bei einem neuen Infovideo. Es geht um Folgendes. Es gibt ein kleines Problemchen mit Blaze Black 2. So, ja, jetzt seid ihr wahrscheinlich auch noch verwundert, weil überall so alles mit Ponys und so gefüllt ist, ne? Ja, und die muss ich jetzt, ja, die muss ich jetzt denken, ey, ist der schwul, warum ist bei ihm alles lila? Ey, warum hat der Ponys bei sich drauf? Recherchiert mal nach. Wartet, ich zeig's mal schnell. Recherchiert mal folgenden Begriff. Sekunde. Also, an alle, die sich jetzt wundern, warum ich jetzt so Pony-Zeugs hab auf meinem PC, ne? Recherchiert mal das Wort. So, hier nochmal ganz fett, ne? Ja, das klärt eigentlich alles auf. So, okay, ja, es geht ja um Folgendes: Mein Schwarz 2 Save ist nicht gelöscht, das kann ich euch schon mal sagen. Bloß, es gibt ein kleines Problemchen. Ich zeige es euch am besten mal. Ich öffne jetzt einfach mal das ganze Zeug. Ausführen. So, Open ROM. Dann das hier. Gut, jetzt brauche ich den Pfeil. Bitte stürz nicht ab. Bitte stürz nicht ab. So, gut. Laden. Genau, ich habe da was vorbereitet. Genau, und zwar sind wir hier. Das ist der Stand nach Part 2 ungefähr. Ups, jetzt ist meine Webcam verschoben. Ja, ist eine kleine Spontanaufnahme, gebe ich zu, aber was soll's. So, also, ich gehe jetzt da ins Gras rein. Ihr merkt es vielleicht schon. Ja, und das ist das Problem. Ja, ihr seht, es leckt extrem. Ja, ihr seht, wie lange das dauert, bis ein einziges Pokémon erscheint. Jetzt ziehe ich mal mein Pokémon. Ich habe als Starter, ja, Floink genommen, als kleiner Spoiler. Aber ihr seht schon, was das Problem ist. Es leckt sehr und hier vernünftige Kämpfe zu machen ist schwierig. Ich greife mal an mit einem Tackle. Ich mache jetzt einfach mal diesen Kampf, damit ihr einen Eindruck habt, was das Problem ist. Ja, ihr merkt schon, es ist nicht gerade unterhaltsam, das sich anzuschauen. Und das ist gerade mal ein einziges Pokémon. Ich mache jetzt diesen Kampf zu Ende. Man könnte meinen, das sei das Star Wars Let's Play. Dieses Let's Play, was sie abgebrochen haben, ist schon an die Zuschauer, die mich schon länger verfolgen, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Und wir haben jetzt Mittag. Yay, 12 Uhr. So, wir haben dieses eine Pokémon besiegt. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit F, glaube ich. Felillo, glaube ich, heißt das Pokémon. Und Level 7. Und Ferkel lernt Blut. Gut, ja, das war ein einziges Pokémon. Und wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? 2 Minuten ungefähr. Ja, und ihr merkt schon, was das Problem ist. Es dauert sehr lange, bis etwas, ja, bis ein einziger Kampf getan wurde, weil das Spiel sehr, sehr, sehr viel Leistung verbraucht. Wie viel Leistung verbraucht denn das gerade? Ich schau mal schnell nach. Ja, gar nicht so viel, aber trotzdem leckt es. CPU-Auslastung ist. Moment, ich test mal was. Achtet mal hier auf diese Leiste hier, auf das Mume. Ach, ihr seht das leider nicht. Also das hier, achtet mal darauf, wie sich der CPU dann wahrscheinlich erhöhen wird.
So, wildes Pokémon taucht auf. Er senkt sich, komischerweise. Enttaub sie. Ja, ich glaube, ja, ich sag's jetzt einfach mal ganz kurz. Mit dieser Einstellung kann ich so nicht aufnehmen. Ich habe hier auch schon ein bisschen rumprobiert. Hier Frameskip habe ich hier ein bisschen rumgetüftelt. Ich habe hier mal auf 9 probiert, aber dann dauert es noch langsamer. Also das ist anscheinend die Höchstleistung, dieses 0 hier, Never Skip. Und ich glaube, der Grund, warum es so laggt, ist einfach, dass meine CPU einfach schlecht ist. Ich zeige euch jetzt einfach mal meine CPU, wenn wir hier schon beim Rumhantieren sind. Ich schließe es jetzt mal, damit es wieder aufhört. So, Geräte und Drucker anzeigen. Genau, Kevin PC. Einstellung. Hardware. So, CPU ist Intel Core TM2 Duo. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus mit den ganzen Prozessoren, aber es sind 2,66 GHz. Und das zweimal. Ich gehe davon aus, dass es nicht so viel ist für, wenn man es mit anderen PCs vergleicht. Ja, der ist ein bisschen älter, mein Prozessor. Wenn ihr euch da vielleicht auskennt, dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das noch gut ist im Vergleich zu Standardprozessoren. Auf jeden Fall glaube ich, dass meine Prozessoren nicht ausreichen, um dieses Let's Play flüssig aufzunehmen. So, was heißt das jetzt für das Let's Play? Ganz einfach, ich muss es leider wieder pausieren, auch wenn ich gar keinen Bock habe, nochmal ein Let's Play zu pausieren, nachdem wir Pokémon Pearl abgebrochen haben. Aber es hilft nichts. Ich meine, ihr habt es gesehen. Ich kann so garantiert nicht ein Let's Play durchziehen, wenn jeder Pokémon-Kampf 2 Minuten dauert. Dann dauert ein einziger Trainerkampf mit 5 Pokémon, dauert einen einzigen, ja, dauert mindestens ein Part lang. Und das geht einfach nicht. Das dauert viel zu lange. Und ja, ich werde jetzt pausieren und zwar wird es dann erst fortgesetzt, wenn ich entweder einen besseren Prozessor habe oder wenn ich es geschafft habe, dass das Ganze wieder flüssig läuft. Falls ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie das wieder flüssig laufen kann, dann schreibt das mir in die Kommentare unten hin. Da würde ich mich sehr freuen. Oder wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich verändern könnte bei meiner Einstellung. Ich meine, ich habe hier das Moomin schon rumprobiert. Ich habe hier auch schon die Leistung hier, also so quasi Priorität auf maximal gesetzt. Bei diesem Moomin habe ich auch mal gemacht. Das hat auch nichts geändert. Und ich bin ein bisschen ratlos. Jetzt habe ich den Gedanken bekommen, dass ich mir einen neuen Prozessor kaufe. Aber die sind so schweineteuer. Die kosten, glaube ich, so 300 Euro, hat mir mein Bruder gesagt. Also, das ist schon ein ordentliches Stück. Und so viel Geld habe ich auch gerade nicht, ne? 300 Euro hat man nicht so auf die Schnelle. Naja, gut. Ja, also ich werde jetzt fürs erste Team Fortress 2 fertig machen. Und mein Kaspersky ist abgelaufen. Ja, ich werde Team Fortress 2 fertig machen. Das sind ja eh nur noch so 10 Parts oder so. Und danach werde ich ein völlig neues Let's Play wieder starten anstelle von Pokémon Blaze Black 2. Aber das nur kurzfristig. Ich werde nämlich, ich öffne jetzt einfach mal mein Battle.net. Ich werde jetzt nämlich ein neues Spiel anfangen. Ein Kartenspiel. Das wird die Yu-Gi-Oh! Fans unter euch freuen. Und zwar das hier, Hearthstone. Ich werde ein Hearthstone-Let's Play spielen. Ja. Ein paar Spiele werde ich machen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und den ersten Part, den gibt es nach dem Team Fortress 2 Let's Play. Und wenn ich es geschafft habe, dass Blaze Black 2 funktioniert, werde ich Hearthstone beenden oder pausieren, je nachdem, wie viel Laune ihr habt, auf das Spiel habt. Ja, werde ich es dann pausieren oder vielleicht auch beenden und dann werde ich Blaze Black 2 fortfahren. Ja, das so nur als nebenbei.
Gut, ja, das war's fürs erste. Wir sehen uns dann im Let's Play wieder. Also, macht's gut, euer Janka. Ciao.